Hier im Deutschen Marinemuseum zeigen wir Ihnen die Geschichte der deutschen Marinen von ihren Anfängen in der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Welche Aufgaben hatten die Marinen früher? Wozu braucht man sie heute? Natürlich ist eine solche Führung nur ein schwacher Ersatz, denn jeder Besucher, der ins Haus kommt, macht eigentlich als erstes etwas, was wir gar nicht sehr schätzen. Er klopft hier an diesen Seehund. Seehund, so heißt dieses Kleinstu-Boot. Und warum wird dagegen geklopft? Weil die Gäste sich davon überzeugen wollen, dass das Objekt ein echtes Objekt ist. Denn das ist unsere Stärke als Museum. Wir zeigen Ihnen die originalen Relikte der Vergangenheit. Dieses Kleinst-U-Boot ist mitnichten ein Modell-U-Boot, wie auch schon mal geargwöhnt wurde, sondern dieses Kleinst-U-Boot ist ein echtes Waffensystem, das in der Endphase des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1944 entwickelt wurde und vor allem über den Winter 1944-45 in großer Stückzahl gebaut wurde zum Einsatz im Englischen Kanal. Das Boot war mit zwei Torpedos bewaffnet, auf jeder Seite des Bootes ein Torpedo, hier in diesen Krallen befestigt, die man hier sieht. Das Boot hatte zwei Mann Besatzung, einen Kommandanten und einen leitenden Ingenieur. Angetrieben wurde es mit einem herkömmlichen Lkw-Diesel. Im Prinzip war die Vorgabe für die Konstruktion der Boote, dass mit Ausnahme des Rumpfes alles, was man für seine Fertigung brauchte, in irgendwelchen Fertigungsketten schon vorhanden sein musste. Auch wenn man an Bord keine sterblichen Überreste gefunden hat, haben wir doch Ausrüstungsgegenstände gefunden, die der zweiköpfigen Besatzung gehörten. Ein Seestiefel ist hier zu sehen, eine Signalpistole, Dienstgradabzeichen, aber auch persönliche Ausrüstungsgegenstände wie ein Zigarettenetui oder ein Bleistift und diese Jacke, die durchaus untypisch für Besatzungen dieser Boote war, denn eigentlich wurden solche Jacken auf den großen 7C-Booten getragen, während man auf den Seehunden aufgrund der Enge eine eher blousonartige Uniform trug, wie wir sie in unserem Ausstellungsraum 2 tragen. Diese Ausrüstungsgegenstände zeigen davon, was wirklich wichtig hier im Museum ist, die Geschichte der Menschen, die mit der Militärtechnik zu tun hatten. Sei es als Soldaten, die wie derjenige, dem diese Jacke gehörte, die Technik bedient haben, oder natürlich diejenigen, die Opfer der Technik und ihrer Waffen wurden. Zwingend zur Geschichte dieser Kleinstkampfmittel dazugehört, völlig unscheinbar, diese kleine Tablettenverpackung. Pervitin hieß das Medikament, ein Methamphetamin. Man hat, so schätzt man, über 60 Millionen dieser Tabletten ausgegeben. Sie vertrieben die Müdigkeit, sie reduzierten das Hungergefühl, sie putschten die Menschen auf, machten sie zuversichtlich. Der große Nachteil war, sie machten auch abhängig und man musste die Dosen immer stärker machen, damit das Medikament überhaupt noch wirkte. Deshalb fuhr die deutsche Wehrmacht die Gabe dieses Medikaments schon während des Krieges zurück, aber Einsätze wie die dieser Boote, die teilweise 5 Tage dauerten, der längste Einsatz soll 11 Tage gedauert haben, waren ohne ein solches Mittel nicht durchzuhalten. Unser konkretes Boot, dieser Seehund hier, ist nie im Englischen Kanal zum Einsatz gekommen. Es ist unter uns nicht bekannten Umständen im Winter 1944-45 vor der Insel Fehmarn, also im Ausbildungsgebiet der Kleinst-U-Boote, untergegangen und lag dort auf dem Grund der See von 1944-45 bis 1998, als die deutsche Marine es bei einer Geschwaderübung, bei einer Minensuchübung entdeckte, betauchte, feststellte, dass keine sterblichen Überreste an Bord befindlich waren und es deshalb zur Bergung freigab. Seit 2001 ist das restaurierte Boot nun im Deutschen Marinemuseum zu sehen. Und so verweist dieser Seehund in unserem Eingangsbereich einerseits auf unsere Erzählstrategie von den Menschen in den jeweiligen Zeitläuften und ihren Schiffen zu erzählen und anhand dieser drei Leitlinien die deutsche Marinegeschichte zu erzählen. Und auf der anderen Seite verweist dieser Seehund auf unsere Aufgabe als Museum, originale Artefakte zu präsentieren, zu erforschen und anhand dieser Originalen eben die Geschichte zu erzählen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.